Gibt es 8 Treffpunkte? Haben Sie manche besucht? Ich habe einige besucht. Ich müsste jetzt sehr genau überlegen, welche ich alle besucht habe. Ich habe besucht in Zagreb, in Virovitica. Und welcher Treffpunkt gefällt Ihnen am meisten? Diplomatisch muss ich natürlich sagen, alle sind schön. Ja. Aber da ich heute in Kula bin, gefällt mir heute der in Kula. Eine gute Antwort. So, das wäre alles. Flatterflatter haben Sie uns schon gerne. Ja, prima. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das wird vielleicht überraschen, ja. Achso, ja, ja, das könnten wir ja noch sagen. Also wir sind sehr aktiv auf Paschnet und waren Sie schon mal auf Paschnet oder haben Sie ein Paschnet-Profil? Ich habe kein Paschnet-Profil, ich war auf Paschnet. Ich werde das aber als Anregung mitnehmen, dass ich mir vielleicht auch ein Profil zulege. Nein, ich habe natürlich mal geschaut, was alles angeboten wird auf Paschnet. Und ich kann gerade hier jetzt in dieser Schule sagen, ich habe die Auswertung gesehen über die Nutzung von Paschnet und diese Schule ist nicht nur die Schule in Kroatien, die am meisten Paschnet besucht und nutzt, sondern die Schule hat es sogar schon die Top 10 weltweit in der Nutzung von Paschnet geschafft und das ist natürlich sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Es reicht ja nicht, dass nur die Schüler
sich alle registrieren oder auch die Lehrer haben sich registriert und das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, ist das zur Pflichtaufgabe gemacht worden so im Deutschunterricht? Ihr müsst euch jetzt alle anmelden oder ist das... Ja, es ist so, dass es ist besser für den Unterricht. Also so können wir besser, so haben, läuft unser Unterricht besser und deswegen haben wir auch alle eine OP gemacht, weil wir so Aufgaben kriegen und also wir mussten nicht, aber es war besser. Ja. Aber haben Sie über Paschnet auch schon andere Schüler aus Deutschland kennengelernt oder Kontakte zu anderen Schulen geknüpft? Auf Deutschland nicht. Ich habe einen Freund in Mexiko, Lari. Aber aus Deutschland noch nicht. Ja. Wenn die Möglichkeit gibt es ja auch noch darüber, konkrete Schulen und Schüler in Deutschland kennenzulernen. Und das wäre natürlich auch nochmal eine weitere Bereicherung. Ja, ich habe nur Jovi kennengelernt. Aber wir sind jetzt auch Freunde, das ist noch nicht. Ja, das ist die Hauptsache. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Ja. 14. Februar ist in Deutschland. Das ist Wir haben es ja mehr, wenn Sie sich einstellen. Ja. Nach ja. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ja. Erstmal lesen wir es. Nein, das war nur, also nur ein ganz kurzer Kind. Achso. Ja, deswegen. Ja. Das ist der 1. März, oder? Ja, der 2. Unser nächstes Seminar im Goethe-Institut ist erst in 2-3 Wochen. Grüßen Sie uns alle. Also, wiedersehen, vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank. Tschüss.